Und damit herzlich willkommen zurück zu Red Dead Redemption Undead Nightmare hier bei Red Metal Cat. Ich bin der Maurice, wie immer mit dabei der Andreas. Hallo. Ja, hallo. Ach, lang ist es her, für uns, für euch nicht, sehr wahrscheinlich, aber... das ist das Ding, wo ich sagte, ich springe einfach mal über die Mauer, weil mir das zu blöd ist. Und noch im Flug checkst du mal eben die Karte, wo du hin möchtest. So machen das alte Westernhelden. Wie sonst? Oh, geil. Fängt direkt mit so einer geilen Sequenz an. Ach, herrlich. Ja, ich habe keine Ahnung mehr, was wir zuletzt gemacht haben und wo wir jetzt genau sind im Spiel. Ja, das ist jetzt der Punkt, wo ich nicht mehr weiß, wie man die nächste Mission triggert. Und ich gehe jetzt erstmal die ganzen Fragezeichen auf der Karte ab. Bis natürlich auf das Fragezeichen, was man machen muss. Ja, das war doch das Ding mit dem einen grünen Fragezeichen, was eigentlich auf Nebenmissionen schließen lässt, aber welche man machen musste zwingend, ne? Genau. Und ich mache jetzt erstmal die weißen Fragezeichen, was halt, wie gesagt, nicht zwingend erforderlich ist. Aber das wusste ich nicht. Und, ach Gott. Ja, es kommt bald. Okay. Jetzt kommt so langsam wieder die Erinnerung wieder. Ja, ja. Hilfe zu Hilfe. Ich guck nochmal nach, ob da was, ob das was taugt. Oh, aber du siehst, weil ich die Köpfe nicht anvisieren kann, sage ich mir schnell, ah, lass es. Ja, die Situation war aber auch schon eigentlich verloren. Also da konnte man nicht mehr viel machen. Da muss man auch als der Held, der gerne alle Leute retten möchte, dann auch mal sagen, nee, das hat keinen Sinn. Es sieht ein bisschen so, aus, als wäre John Marstons linke Seite in Flammen, oder? So wie die Flammen durch ihn durchklippen. Ja. Aber ich denke, er ist feuerresistent. Er kann das ab. Er hat die Feuerwehrmission in San Andreas gemacht, ja. Ja, deswegen. Du hast es ja alles für ihn gemacht, damit ihn das jetzt nichts mehr ausmacht. Oh, wie weit ist denn das weg? Das sah auf der Karte nicht so weit aus, ja, das stimmt. Naja, wann gibt's im Wilden Westen Motorräder? Wann kommt das? Ich glaube, das dauert noch bis Mad Max. Ja, holst du das Spiel. Ich finde das Setting eigentlich grundsätzlich geil, weil das ist ja auch schon bei Rage drin gewesen, dieses Endzeit-Setting à la Mad Max. Hast du das gerade gesehen, wie ich seit jetzt über die Mauer geglitten bin? Das war schon krass. Oh, du bist doch nicht ganz so feuerfest gewesen, wie man gerade gesehen hat. Aber was ich sagen wollte, ich finde prinzipiell das Setting, dieses Mad Max Setting, einfach saugeil. Ich habe auch die Filme damals gesehen und hatte durchaus Spaß mit denen. Und ich möchte auch das Spiel spielen. Also ich bin, erstmal freue ich mich darüber. Ich habe nur den ersten Film gesehen, das hat mir gereicht. Ich finde 70er Filme, ich glaube das war ein 70er Film. Oh, die haben irgendwas... Die haben ein ganz anderes Tempo. Ich habe zum Beispiel jetzt letztens erst die Dirty Harry-Reihe für mich entdeckt. Und die hat so ein langsames Pacing, das ist unglaublich, wie schnell moderne Filme geworden sind. Das stimmt, aber was ja auch mit dem Spiel kommen wird, ist ja auch ein Reboot des Films, wenn ich das richtig verstanden habe, oder der Filmserie sogar. Wer weiß, inwieweit das jetzt noch fortgesetzt wird, dann auch danach. Aber da darf man ja dann auch gespannt sein, wie sie das dann neu interpretieren werden, das Ganze. Und ich stelle mir vor, dass das dann auch vom Tempo her ein bisschen zulegen wird. Ja. Ja, dann machst du nämlich Mad Max und ich mach Rambo. dann haben wir das geklärt. Altes Action-Kino nochmal neu aufgelegt. Ja. Ja, das Rambo-Spiel ist nach wie vor vorbestellt. Also, das irgendwie habe ich Bock drauf. Ja, ich glaube, Mad Max müsste erst nächstes Jahr kommen, glaube ich. Aber das ist dann ja auch dann mal ein schöner Einstieg dann in die nächste Konsolengeneration. Ja, ich muss mir dafür noch eine Capture-Card mit HDMI-Anschluss kaufen. Ja, das wird auch mein Problem sein. Das ist auch so... Die Sache, also PS4 heißt dann, ich brauche auch eine andere Aufnahmemöglichkeit dann hier. Das heißt, dann muss ich mal gucken, was ich mir dann zulegen werde. Weiß ich noch nicht. Ja, ich bin auch am gucken, was da alles geht am Technischen.
Ich meine, die Hauptauge mit HDMI ist ja zumindest hört man viel Gutes über die. Vielleicht das wäre eine Variante. Ich höre, die Elgato soll besser sein. Okay. Die Elgato Game Capture Card. Und ich gucke derzeit bei beiden, was die so an. Also die kosten genau gleich viel. Ja. Die Hauptauge HD und die Game Capture HD von Elgato. Was besser für mein Notebook ist, was. Es ist jeweils eine Box. Und bei Hauptauge ist es so, dass das schon in der Box sehr viel umrechnet, weil sonst würde ich die 720p-Aufnahmen mit meinem Notebook gar nicht packen. Ja. Und wenn das die Elgato noch besser hinbekommt, weil HDMI heißt zwangsläufig leider Gottes auch 1080i, P, sorry, und nicht 720p, dass das auf meinem Notebook nochmal ein bisschen kritischer wird. Und da muss ich gucken, welche Capture Card das performance-freundlicher macht auf meinem Notebook. Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, ja. Ja, und da habe ich den dummen Fehler gemacht, einfach mal durch Sand und Stein zu reiten. Du siehst, das ist vom Tempo her nicht ideal. Nee, du kommst so einigermaßen durch, aber du eckst halt immer wieder überall an und verlierst an Geschwindigkeit. Das ist ja nicht optimal. Aber tja, ich meine, was würde auch ein so eine Crossmaschine, so eine Motocrossmaschine, das wäre doch was. Ich hab's ja schon mal gesagt, aber ich finde das Auto, was man später sieht in dem Spiel, wäre schon ganz cool, wenn man das auch zum Ende des Spiels freigeschaltet hätte. Weil es gibt ja ein Automodell in dem Spiel, aber das darf man nicht fahren. Das ist schade. Nee, aber ich denke, man hat das wirklich bewusst gemacht, weil man nicht wollte, dass man als Spieler versucht, das dann hier irgendwie durchzumanövrieren und man hätte sich dann nur die Straßen aufhalten müssen. Ja. Ich glaube, das haben wir schon mal diskutiert. Aber ja, dann hätte man einen Weg rumfinden müssen. Ja, ja. Ich glaube, das hat man einfach aus dem Grund dann vermieden. Ja, wir schneiden das jetzt hier in jeder Folge an, weil, wie gesagt, für uns liegen da mehrere Wochen zwischen. Was Rockstar nach GTA 5 raus hat, weil sie haben in der Zeit dann wirklich nichts angekündigt. Und, neues Max Payne bezweifle ich. Max Payne 3 ist jetzt noch nicht so lange her. Ich würde tatsächlich eher was im Red Dead-Universum vermuten. Gucken wir mal. Die Zukunft wird es uns erzählen. Vermuten wir bis jetzt und würde mich auf jeden Fall freuen. Ah, okay, du bist dann mal jetzt auf einer höher gelegenen Position und kannst... Oh, das sieht gut aus. Jawohl, das dürfte doch jetzt deutlich schneller gehen. Ja, das glaubst du, aber es stimmt nicht. Du wirst sehen, das Ding ist sehr unpräzise, es hat eine gewisse Abkühlzeit, glaube ich sogar. Und, irgendwie ist das nicht so effektiv, wie ich gedacht habe. Ja, also am Balken, da tut sich gar nichts, ne? Aber du triffst auch scheinbar, ja, du triffst nicht den Kopf, das ist das Ding, ne? Ja. Aber ich bleibe relativ lange hängen, leider nicht. Ich glaube, das ist schon rangezoomt. Kann ich dir jetzt aber nicht genau sagen mehr. Das ist schon zu lange her schon wieder. Eieieiei. Oh, du siehst, mein blödes Pferd läuft da links rum. Wie beklapptes Ding. Und rennt die ganze Zeit durch die Horde durch. Okay, also es sah erstmal vielversprechend aus mit dem Geschütz, aber... Ja, das habe ich mir auch gedacht, sonst wäre ich da nicht hochgeklettert. Es bringt überhaupt nichts. Ja, super. Danke, liebe Entwickler, dafür. Ja. Aber von Ezio lernen heißt Siegen lernen. Meine Assassinenkünste taugen immer auch im Wilden Westen was. Ja, ich freue mich dann gleich zu sehen, wie du runterspringst und mit deinen Unterarmen klingen dann die Zombies ausschalten wirst. Ich glaube, John Marston war kein offizieller Assassine. Achso, genauso wie der Pirat jetzt in Black Flag. Ist das so? Ich habe keine Ahnung, ich habe das jetzt so dahin gesagt. Aber er wirkt zumindest, das kannst du nicht abstreiten, er wirkt nicht wie ein klassischer Assassine. Also, aber das trifft ja auch schon auf den Held vom Dreier zu. Connor hieß genau. Der. Genau. Ich meine, Ezio und Altair haben ja noch getan, was Assassinen so tun, aber die ganzen Ezio anderen Charaktere... Ezio zumindest im ersten Spiel, wo er aufgetaucht ist. Ab dann ging es abwärts mit ihm. Im Brotherhood hat man gut, schon noch sehr aber auch einfach nur noch der Chef seiner Bruderschaft und er hatte seinen Untergebenen, die für ihn das Assassinen
Ding machen konnten und er konnte sich dann schön zurücklehnen. Tja, das ist halt, ja, aber ich will der Assassine sein, der die Attentäter aus... Attentate ausführt. Sorry, aber das Spiel heißt Assassin's Creed und nicht Brotherhood's Creed oder irgendwas, ja. Oder Brotherhood Manager, besser gesagt. Der Brotherhood Manager genau. 2013, ja. Ach Gott. Yes, du musst nur noch den Rest da platt machen. Ja, ich glaube, das habe ich jetzt auch noch in den Part gepackt. Anderthalb Minuten. Es wirkt zumindest realistisch. Und das Ding, jetzt endlich meine Aktion. Gleich mehrere auf einmal. Aber es lohnt sich auch gerade. Man sieht es ja auch auf der Karte. Die standen alle so richtig schön beisammen. Das musste man jetzt einfach ausnutzen. Ja. Eigentlich schade, dass du nicht mehr Munition von der Waffe noch mit hast. Ja. Ach, ich muss noch mal erwähnen, Max Payne 3 hat das irgendwie besser hinbekommen. Ja, dafür kannst du ja diesen Nahkampfangriff. Ja. Aber zack, das war auch schon die letzte. Ist speichert und ich glaube, mehr mache ich auf diesem Part nicht. Oder doch? Oh, du hast da unten was bekommen. Level 1 stand da eben. Ich hab's nicht ganz durchgelesen. Ich auch nicht. Ich hab auch darauf überhaupt nicht gespielt. Da stand wahrscheinlich einfach nur, du bist awesome. Und Punkt. Gut, dass du das einsiehst. Dann mit dieser Erkenntnis würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann. Tschüss.